Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu Layers of 4. Zwei Dinge zu Anfang. Naja, fast drei. Das erste ist, ich bin extrem müde, weil ich in letzter Zeit nicht besonders gut schlafe, was nicht an dem Spiel liegt, sondern an ganz anderen Dingen. So diese Sorgen und Nöte, die man so normalerweise Real Life hat, außerhalb der Let's Play und Gamer-Szene. Ich habe bei Gronkh die ersten 7,5 Folgen ungefähr geguckt, wurde so ab der, so ungefähr Hälfte, 8. Folge, hört's da, also habe ich aufgehört, weil da habe ich dann mit dem Spielen aufgehört, da hatte er gerade den Knochen eingesetzt und wollte weitergehen, habe ich dann gestoppt. Ich wollte einfach gucken, ob es da noch irgendwie was gibt von, also er spielt ja vielleicht anders, dachte ich, wie ich. Und vielleicht kriegt er dann andere Sachen, wie ich. Allerdings war das alles relativ gleich. Das heißt also, Leute, die auch die Let's Plays kennen, werden da zumindest jetzt in den ersten drei Kapiteln mal nichts großartig anderes gesehen haben bei mir. Außer, dass ich sehr, sehr viele Dinge verpasst habe. Ich habe irgendwie eine Bürste übersehen, die einen Dialog getriggert hätte. Man hat das Hundehalsband sich nochmal angucken können, das hat einen Dialog getriggert. Zwei Zeitungsausschnitte hat er gefunden. Dann einen Raum ist er reingegangen, in den ich nicht bin, weil ich gleich in die eine Tür reingestürmt bin. Da gab es nochmal einen Dialog. Ja, das tut mir extrem leid, dass wir da so viel verpassen. Er hat auch Schlüssel gefunden zu Räumen, die ich nicht gefunden habe. Weil er sich da viel genauer umguckt wie ich. Deswegen haben wir zumindest mal zwei Story-Elemente verpasst, die vielleicht nicht so uninteressant sind. Zum einen, das wissen vermutlich die Leute, die Let's Play schon bestimmt 5-mal geguckt haben, weil das Spiel ist ja schon alt. Wenn man es jetzt mal aus der Sicht eines Let's Players sieht, es kam im Februar letzten Jahres raus. Da wurde es inzwischen schon bestimmt 350.000 Mal Let's Played. Ja, aber für die Leute, die es vielleicht nicht wissen, es gab einen Zettel, wo die Nachbarn sich beschwert haben, dass sich unser Protagonist und seine Frau zu laut streiten. Und einen Zeitungsausschnitt, in dem stand, dass unser Protagonist seine Tochter aus dem Waisenhaus entführt hat. Ja, ich weiß nicht, ob sich dadurch für uns irgendwas sich ändert, jetzt noch so im Nachhinein. Dadurch, dass wir halt diese ganzen anderen Sachen nicht gefunden haben. Und das und ein Safe hatten wir nicht gesehen. Gut, er hat ihn auch nicht aufgekriegt. Aber ein Safe, den ich auch nicht gesehen hatte, in einem Raum, der dann irgendwie so total zerstört war, nachdem wir rausgegangen sind. Ja. Und ich habe irgendwie Angst, weiterzuspielen. Weil ich habe auf der Suche nach einem Screenshot, also nicht Screenshot, sondern nach einem Wallpaper für meine Thumbnails halt so den einen oder anderen Screenshot gesehen und ich möchte eigentlich gar nicht mehr weiterspielen. Ich hätte es nicht anfangen sollen. Das Schlimme ist, wir haben auch noch das DLC. Ich weiß nicht, vielleicht wenn ich mal streame, wenn ich es endlich mal schaffe, mich aufzuraffen zu streamen, und ihr Bock drauf habt, können wir vielleicht das auch noch mal im Stream spielen und versuchen, vielleicht alle Collectibles und alle Fotos und Zettel zu finden, die es so gibt, vielleicht auch irgendwelche Dinge ein bisschen anders zu machen, wenn die irgendwelche Einflüsse auf die Story auf ein Ende haben. Da wäre ich dann vermutlich aber auch auf euch angewiesen sein, weil ihr dann mir sagen müsstet, was ich zu tun habe. Aber ich drücke mich schon viel zu lange davor, jetzt hier auf Weiter zu klicken. Und ja, wir spielen mal weiter mit diesem tollen Bild, was wir bisher gezaubert haben. Ja, die Einzige, die sich bisher gemeldet hatte, wegen meiner Frage, wegen der Maus, war Yumirai, ich tut mir leid, ich kenne immer noch nur deinen alten Namen, beziehungsweise ich hab dein Avatar im Kopf, aber ich bin eher der visuelle Mensch. Ich kann mir eher Bilder merken wie Namen. Oder auch Texte, denn dann hätte ich nämlich gewusst, dass wir natürlich einen Hund hatten, weil wir ja schon ganz zu Anfang, da waren wir ja vor diesem Bild gestanden. Wo die Hunde verbrannt sind. Ich so, haben wir einen Hund gehabt? Ja, natürlich haben wir einen Hund gehabt. Wir haben einen Hundehalsband und einen Hundemaulkorb gefunden. Ich bin so ein Schlons manchmal, ne? Natürlich hatten wir einen Hund. Das zum einen.
What if you fail? Was ist, wenn du versagst? Ich will eigentlich hier gar nicht mehr raus. Kann ich nicht einfach wieder aufhören? Reicht es denn nicht? Ignore her. Toll, das war nämlich genau das. Ich hatte mit Flynn gesprochen. Ich wollte wissen, ob es denn mal dazu kommen würde, dass uns was verfolgt. Und sie meinte nein. Aber es wird einen Moment geben, wo da steht Ignore her. Und ich muss mich jetzt entscheiden, ob ich es ignorieren möchte oder nicht. Die Sache ist, ich bin ein furchtbarer Schisser und ich möchte sie eigentlich gar nicht konfrontieren. Andererseits verpasse ich vielleicht irgendwelche schönen Gruselmomente, wenn ich sie ignoriere. Ich hasse das jetzt. Ich möchte sie ignorieren. Ich möchte aber auch wissen, was passiert, wenn ich es nicht tue. Sie meinte zumindest, ich könnte nicht, also ich würde nicht sterben. Es gäbe keinen Moment, wo wirklich so ist, dass ich sterbe und dann irgendwie woanders und dann nochmal von vorne oder sowas anfangen müsste. Hat jetzt vielleicht, war jetzt vielleicht nicht gut, dass ich gefragt habe, weil das natürlich für mich jetzt so ein bisschen die Spannung aus dem Ganzen nimmt. Aber andererseits, ich hätte vermutlich jetzt in diesem Moment, hätte ich so Angst gehabt, weiterzuspielen, weil ich gedacht habe, so jetzt kommt's wie bei Amnesia, dass ich irgendwie verfolgt werde. Und gerade, wo ich so schlecht bin mit der Steuerung. Ich möchte nicht mehr weiterspielen. Ich weiß, ich stelle mich gerade unglaublich an. Das ist die Frage, was machen wir? Sie ist, glaube ich, in den Raum rein. Oh, ich kann da nicht reingehen. Es tut mir so leid. Ich kann da echt nicht reingehen. Oh. Das sind aber die beiden selben Zeichnungen wie wie auf der einen Kinderzeichnung, die wir im Kinderzimmer gefunden haben. Der Papa, der nicht so happy aussieht. Die Mama, die nicht so happy aussieht. Das Kind, das gar keine Emotionen hat und ein gebrochenes Herz. Bäume und ein Haus. Delirious im Delirium. Geht die wirklich nicht auf? Ah. Drunk, betrunken. Nase putzen. Es muss natürlich sein, wenn ich die Aufnahme gestartet habe. Es konnte jetzt nicht irgendwie Feuer sein oder so. Moment. Egoistisch. Das sieht aus wie ein Pferd. Ist das vielleicht der Hund? Ich mag wirklich nicht mehr weiterspielen. Es sind alle Türen weg.
Ich will hier raus. Head Bob. Ich weiß, es ist gerade voll kacke, weil er ja humpelt, aber wir jetzt nicht mehr so mithumpeln. Aber das hat mich jetzt extrem gestört. Hey, what is that? Wait, what day is it? It's Sunday? You mean I... Oh, well, why didn't you come and get me? God damn it! You know how I get when I'm caught up in my work! Ich weiß nicht, ob ihr das hört, vielleicht bloß, wenn ihr Kopfhörer auf habt. Wobei es auch sein kann, dass ich den Ton so leise gemacht habe. Da ist jetzt dieses so ein dunkles Pochen im Hintergrund. Das mag ich überhaupt nicht. Gut, also Geburtstag, fünfter Geburtstag. Hat er seinen Geburtstag verpennt? Also nicht er seinen, sondern den Geburtstag seiner Tochter verpennt. Das war bisher alles so Pillepalle Kindergarten, habe ich das Gefühl. Und diese Mäuse, diese Ratten sind so furchtbar laut. B. Ich glaube, wir werden noch sehr viel mehr verpassen in diesem Spiel, weil ich einfach viel zu viel Angst habe, mich großartig umzugucken. Was mir sehr leid tut, aber ich kann es leider nicht ändern. Marriage Guide. Kids in Marriage. Kinder in einer Ehe. Eheratgeber. Erwartet das Unerwartete. Die Alltagsmagie der Elternschaft. Das neue Buch von Molly Pierce ist ein Muss für Eltern, die ihr erstes Kind erwarten und ein fröhliches, gesundes Umfeld für ihr Baby schaffen wollen. Bestellen Sie jetzt und erhalten Sie einen Gratissatz motivierender Aufzeichnungen. Stark genug, Volume 1 und 2. Ich persönlich halte ja von solchen Ratgebern eigentlich gar nichts. Denn das ist natürlich alles auch teilweise sehr, sehr allgemein gehalten, was dann da drin steht. Das ist unsere schwangere Frau. Aber jedes Kind ist halt anders, hat andere Bedürfnisse. Ich wusste es. Hat andere Bedürfnisse. Mag wirklich nicht mehr. Ich glaube, das wird die kürzeste Aufnahmesession, die ich je gemacht habe. Ich hätte nicht so lange Pause machen sollen dazwischen. Quietsch. Nein. Fällt mir ein, Jumirai meinte auch, ich wäre voll leise. Es würde auch teilweise kaum Geräusche machen bei Schockmomenten. Das liegt daran, dass ich es rausschneide, wenn ich apathisch weinend, nein, apathisch wippend und weinend wie ein kleines Mädchen in der Ecke sitze.
Das sind wieder die Kinderschuhe. Hey, Jesus! Did you just buy half of the department store? Honey, you don't even know yet if it's gonna be a boy or a girl. Muss man doch auch nicht wissen. Um Babysachen zu kaufen. Den Babys ist egal, ob es ein rosa Lätzchen anzieht oder ein rosa Klamotten, wenn es ein Junge oder ein Mädchen ist. Das kann sich nicht wehren. Kann ich mir das auch näher angucken? Kann ich aber nicht im Sinne von näher angucken. Wie lange nehme ich auf? 10 Minuten. Das ist wenn ich das nicht mit Webcams mache. Ich würde euch so kaputt lachen. Wie ich hier mit mir kämpfen muss, um überhaupt die Tür aufzumachen. Ausbrennt. Ich will nicht in den Spiegel gucken. Einfach von selbst die Schublade zugeht. Ich musste fast alle Puppen aus ihrem Zimmer holen. Es ist langsam lächerlich geworden. Du kannst sie nicht einfach mit Geschenken überhäufen, bloß weil du dich gerade schuldig fühlst. Verantwortlich für was auch immer du dich gerade schuldig fühlst. Sie braucht einen Vater, nicht noch eine nutzlose Ablenkung. Wer hat denn das geschrieben? Oder ist das... Huch, mein Kabel vom Headset hat sich gerade verfangen. Oder ist es vielleicht sogar von unserer Frau, die nach dem Unfall halt nicht mehr so gut schreiben kann? Ich meine, das würde mich nicht wundern, wenn ich Verbrennung dritten Grades habe. Da ist ja dann die Haut auch ganz vernarbt und alles. Und natürlich, bis es mal verheilt ist überhaupt. Auf. Das Herz pocht. Ah, das war so ein Dame-Teil. Oder Schach. Da auch. Da ist noch eins. You beat me again. Sometimes I wonder why I even bother. Good thing we didn't bet on it. What?
What's so funny? Gut, das weiß ich noch nicht, ob sie Dame oder Mühle oder... Nee, Mühle ist ein anderes Brett. Dame oder Schach gespielt haben. Das spielt man auf denselben... Ich weiß, es macht wenig Sinn, weil das ist eher Dame, Damesteine. Aber ich habe auch schon Leute gesehen, die damit tatsächlich versucht haben, Schach zu spielen. Wie auch immer das dann funktioniert, aber... Ah, jetzt kriegen wir es aber mal richtig rumgedreht. Also vermutlich eher Dame. Jetzt mal behaupten. Muss ich wirklich da durch? Da darf ich auch hier lang. Die haben ja sehr viele Dominosteine. Am smaragdgrünen Bach nahe dem Blaubeerstrauch. Da lebte eine Ente und ein Freak war sie auch. Nicht zufrieden damit, dort im Fluss bloß zu schnabeln? Oh, voll die schönen Bilder. Riss sie Herzen heraus und fraß Lebern mit Gabeln. Das ist nicht mehr ganz so schön. Was zur Hölle? Meine Liebe, kannst du mich hören? Ich will da nicht rein. Sache ist, aber ich habe das Gefühl, irgendwas zu verpassen. Scheiß drauf. Ich habe das Gefühl, das war ein ganz großer Fehler von mir. Ich hätte das, glaube ich, nicht machen sollen. Talking behind your backs, hinter unserem Rücken. Redend. Blumen. Ist das das Geflüster, wo sich, keine Ahnung, vielleicht Nachbarn das Maul über uns zerreißen? Und überall liegen jetzt Wachsmalstifte herum. Schönen Möbel. Deswegen haben unsere Eltern, also meine Eltern, aber unsere Eltern im Sinne von, ich habe ja noch eine Schwester, sehr, sehr lange
ihre alten Möbel gehabt für den Fall, dass wir nämlich hingehen und die mit Kreide bekritzeln. Also nämlich Kreide. Kreide wäre ja noch okay, aber halt mit Stiften. Das wird immer schlimmer. Genau derselbe Raum. Mit noch mehr Wachsmalstiften. Erkennt man vielleicht die Marke? Nee. Aber das sieht aus wie so typische Wachsmalstiften. Hier dieses Papier drumherum. Von Stadler oder so. Oder Städtler oder wie die heißen. Eine Sonne. Die Kerzen kann man nicht anmachen. Das ist wieder das gebrochene Herz. Wie ist das Kind an die Decke gekommen? Alter, diese Puppen eben. Wir haben so leuchtende Augen gehabt, wie die Kinder aus, da gibt es so einen Horrorfilm in Anführungsstrichen. Kinder der Verdammnis oder sowas. Die auch so leuchtende Augen haben und, damit können sie dann den Erwachsenen sozusagen Befehle ins Gehirn. Jetzt schweben hier nur die Dinger rein, die wir hier mit reingenommen haben, aber jetzt sind sie weg. Sozusagen so Befehle einimpfen ins. Da hat sich auch mal Simpsons drüber lustig gemacht. Muss ich dann die Erwachsenen mit Dingern selber erstochen haben mit Mistgabeln und sowas. Gut. Oh. Alter. Gut, jetzt. Vorbei. Ich mag diese Scheiben hier tatsächlich nicht. Und die so undurchsichtig sind. Also man kann zwar... Hi. Man kann zwar durchgucken, aber irgendwie auch doch nicht. Müssten die sich noch bewegen, würde ich hier die Krise kriegen. Aber vielleicht bewegen sie sich auch noch. Was war das denn eben? Aber vermutlich wollte sie sich gerade die Tür zumachen. Kann das sein? Dicht. Rollstuhl wieder. Oh. Könnt ihr mir nicht mal irgendwie 5 Minuten Ruhe gönnen? Jetzt kommen hier gerade alle so Schlag auf Schlag. Thank you.
Okay. Muss ich ihr nachlaufen? Was hat das für eine ganz blöde Idee? Oder muss ich das gerade nicht machen? Was ist denn, wenn ich hier lang gehe? Au. I broke the circle. Geil. Ich liebe ja Puppen. Nicht. Das ist jetzt eine gute Idee. Achso, aber ich kann auch nicht wieder zu. Also. Ach, vermutlich muss ich da lang. Die Spiele aus dem Kinderzimmer. Ja, und jetzt? Okay. Jetzt muss ich ganz ehrlich sagen, jetzt hatte ich nicht mehr so viel Angst, weil, das muss ich mal erklären, weil mir jetzt gerade auch zu viel auf einmal kam. Liegt hier vielleicht das Haar herum? Wir müssen es doch irgendwann mal finden, oder? Ich sehe mal noch nichts. Nö. Ist jetzt das Zimmer anders? Nö. Was mache ich jetzt? Ich hatte gehofft, jetzt kriegen wir auch noch das Haar mal so langsam, aber irgendwie noch nicht. Komme ich hier wieder raus? Ja. Okay, ganz viel gekritzelt. I had the most beautiful dream last night. I dreamt he came to me, embraced me, loved me, as he once did. But we both know that while I dreamed my silly little dream, it was you he really lusted for. Ah! Die Tür ist geschmolzen.